Katharina, 19 Jahre alt. Hallo. Ja, Katharina, hörst du mich? Ja, hallo. Sehr ja. gut sogar. Was ist dein Thema? Ja, also ich wollte halt mit dir mal darüber reden. Und zwar, mich hat letzten Donnerstag so ein junger Mann angesprochen und meinte, er hätte eine Schauspielrolle für mich. So, und mir kommt es halt so ein bisschen verblüffend vor, weil er hat mich so von oben bis unten angeguckt, rumgemustert. Wo hat er das gemacht? In der Stadt, in Braunschweig, kann ich ja ruhig sagen. Nee, nee, ich meinte gar nicht auf der Straße, in einer Diskothek oder in einer Kneipe. Nee, nee, auf der Straße. Mhm. Also es war, wie spät mag das gewesen sein, 10:30 oder so abends. Mhm. Ja, und da hat er mich halt angesprochen, ja, wie gesagt, von oben bis unten angeguckt und meinte, ich gefalle ihm und er hätte da was für mich. Und er meinte auch, das wäre so ein Erotik-Splatter-Krimi. Ach, sowas. Erotik-Horror. Ja, und er hat es nur mal so kurz geschildert und meinte, ich müsste da so ein Mädel spielen, die vergewaltigt wird und die dann hinterher alle umbringt und kriegt dadurch Albträume und dann bringt sie halt alle um. Mhm. Und mir kommt das halt so ein bisschen verblüffend vor, weil ich bin 19 und mache gerade auch eine Ausbildung als Altenpflegerin. Mhm. Und mhm. Ich habe halt bloß Angst, dass ich weiß nicht, ob Angst ist gefährlich oder weil er meinte... Das? Ja, er meinte, 400 Mark würde ich für 2-3 Stunden bekommen. Mhm. Und ja, und ich denke mal, das war's dann wieder. Er hat mir halt nur seine Telefonnummer gegeben und das war's dann. Und er hat sich dann auch in Ruhe gelassen und ist weitergegangen. Ja, aber mir kam das halt merkwürdig vor, so, weil... Eine Telefonnummer hat er dir gegeben oder hat er dir ein Kärtchen gegeben, wo irgendwas drauf stand noch? Nee, mit einem ganz normalen Zettel. Ganz normal, also nur ein Zettel. Ja. Und für was für eine Art von Film soll das sein? Wo soll der gezeigt werden? Welche Firma macht das? Das weißt du alles gar nicht. Nee, davon hat er noch gar nichts gesagt. Mhm. Also er meinte nur Horror, Erotik, Krimi. Also du hast, so vom Gefühl her, ist dir nicht wohl dabei, ne? Nee, so richtig nicht. Mir auch überhaupt nicht, was du gerade erzählt hast. Überhaupt nicht. Mich reizt es halt mit den 400 Mark, weil als Auszubildende hat man halt nicht so viel. Ist klar. Ich meine, bis zum heutigen Tage habe ich da eigentlich so mit niemand drüber geredet. Ist natürlich auch verlockend. Und das ist vielleicht auch genau das, worauf... vielleicht ist es irgendwas Harmloses. Vielleicht ist es irgendein Student oder irgendein paar junge Leute, die irgendeinen Splatter-Film da drehen wollen. Aber die Gefahr, dass da irgendwas Übles hintersteckt, ist so groß... dass ich dir ganz klar raten würde, ruf da nicht an. Pfeif auf diese versprochenen 400 Mark. Wer weiß, in welche Szenerie und welche Kreise du da kommst und welche Gefahren da für dich mit verbunden sind. Stell dir mal vor, du gehst da alleine in irgendeine dunkle Spelunke oder irgendeinen Hinterhof, wo angeblich gedreht wird und dann hängst du da. Nee, mach es nicht. Mach es nicht. Also wenn er dir 4000 Mark geboten hätte, würde ich auch sagen, nein. Ja, aber dann frage ich mich nur, warum hat er mich denn angesprochen oder was könnte der denn von mir wollen? Weil jetzt wenn ich den irgendwann wiedersehe oder der verfolgt mich, dann muss ich irgendwie Angst haben oder so. Naja, also er hat mich zwar auch nach dem Namen gefragt, aber ich habe da halt nach dem falschen, also auf dem falschen Namen erfragt. Ja, sehr klug. Ach, ich meine, das müsste es aber nun schon mit dem Zufall zugehen, dass er dich dann nochmal trifft oder hat er dich dann verfolgt noch? Nee, ne? Ich glaube nicht. Also ich habe mir da nicht so eine Gedanken gemacht, bloß wie ich nachher dann zu Hause war und dann halt schon so einige Gedanken gemacht. Katharina, ich weiß nicht, was es sein könnte, aber es könnten die übelsten Dinge dahinter stecken. Von wirklich Vergewaltigung oder Verschleppung weiß ich alles was. Mach es nicht. Ganz klar. Lass es ganz drüber nachdenken. Nein, und such dir vielleicht noch einen Nebenjob, wenn du ein bisschen Kohle brauchst, aber nicht sowas. Geh kellnern oder was weiß ich was. Ja, ich weiß auch nicht so richtig jetzt, was ich davon halten soll. Oder warum könnte der mich angesprochen haben? Warum? Weil du ein hübsches Mädchen bist und der dich vielleicht da ganz gut gebrauchen könnte. Ach so. Ja. Da könnte vielleicht sowas hinterstecken, was ich in irgendeinem Milieu oder was? Ja, vielleicht. Ach so. Ja, und was mache ich, wenn er mich zufällig irgendwo mal in der Diskussion... Dann sagst du, du hast dich dagegen entschieden, du möchtest es nicht machen. Und du möchtest auch nicht weiter von ihm belästigt werden, wenn er unfreundlich ist. Schluss aus. Klare Verhältnisse. Also auf gar keinen Fall machen. Auf gar keinen Fall, aber wirklich nicht. Ich wundere mich, dass du überhaupt noch nachdenkst. Weil das ist... Ja, wie gesagt, halt Schüler, also Auszubildende und... Katharina, mit dem... Das ist 400 Mark viel Geld. Mhm. Deswegen hatte ich mir nur Gedanken gemacht. Ja, aber das ist nicht... Das Geld darf nicht ausschlaggebend sein. Also, jetzt nichts machen, klar? Alles klar. Tschüss. Ja, und ja, tschüss. Tschüss. Jetzt geht's weiter mit Thomas. Und Thomas ist 32. Hallo Domian. Hallo Thomas. Du hast vorhin gefragt, was ist Rimming? Nein.
Ihr seid, also ich weiß nicht, ob du das richtig sagst, aber... Ich weiß es nicht, ich probiere es einfach mal. Ja. Moderner Ausdruck für Sex mit mehreren Partnern. Nein, falsch. Oder Gruppensex. Nein, auch falsch. Aber die Richtung ist schon mal nicht so ganz unfalsch. Nicht so ganz unfalsch. Also sagen wir mal so, das Geschlechtliche. Das Geschlechtliche. Sex. Hm. Vielleicht sogar, ich will euch mal ein bisschen helfen, vielleicht sogar schmutziger Sex. Schmutziger Sex. Was ist denn schmutziger Sex? Ja, was ist schmutziger Sex? Ich weiß, da können wir jetzt wieder 3 Stunden ja, drüber eben, reden. Ja, klar, da diskutieren wir ewig. Ja. Ich habe hier genau die Definition. Schön. Sage ich euch aber nicht. Rimming. Rimming. Aber ich meine, du bist, ich lobe das, du hast dir Gedanken gemacht. Ja, weil du vorhin sagtest zu der Vorvoranruferin, die 16-jährige Mädel da, was da so Probleme hatte. Ja. Da sagtest du, denkt an Rimming. Und im Nachhinein dachtest du dann, ja, du wirst es mit Sicherheit noch nicht machen. Ja, glaube ich auch. Also in dem Alter naja, ist man... Also ich denke, also mit Sex muss es auf jeden Fall was zu ja, tun haben, weil es. Das Mädel auf jeden Fall ziemlich jung war. Ja, also ich habe euch ja eine Hilfestellung gegeben. Es hat mit Sex was zu tun. Ja. Es machen vielleicht nicht unbedingt ganz junge Leute, aber vielleicht auch. Aber eher ist das doch schon eine Sache für Leute, die erfahrener sind. Die erfahrener sind. Mhm. Ach... Ja, das kribbelt jetzt natürlich. Ja, ich überlege, ob ich mir vielleicht noch eine Hilfestellung geben könnte. Nee, noch nicht. Also ich bin sicher, dass der eine oder andere das weiß. Ja, gut. Du bleibst jetzt am Fernseher oder vor dem Radio und bist ganz gespannt, ob es jemand rauskriegt. Ja, natürlich, klar. Ja? Und wenn es niemand rauskriegt, sage ich es ganz am Ende. Aber ich bin sicher, es weiß jemand von euch. Und ich bin sicher, dass so, sagen wir mal, 20-30% all der, die jetzt zuschauen und zuhören, ja. es auch... schon praktiziert haben. Schon praktiziert? Mhm. Sex im Freien. Ach, Sex im Freien. Ja, dann wärst du einfach, na, natürlich, klar. Ja, gähnen wir doch alle schon. Nein, nein, vielleicht 20%. Viele sagen auch, ihhh, mache ich nie. So, mehr helfe ich jetzt nicht. Thomas. Oralverkehr. Nein, nein, nein. Ja, weil du das ihhh, du machst, ihhh, das mache ich nie. Also bleib mal dran, ne? Ja, ich bleib dran, alles klar. Tschüss. Tschüss.